Hallo Leute, hier ist euer Sachs. Willkommen am Donnerstag am Fallout 4. Und wir sind gestanden vor den Waffenkammer von den Dingsbums, ja. Und ja, jetzt haben wir eine Armatte gemacht. Nur müssen wir jemanden reinmachen. Was ich will jetzt machen. Seht ihr, dass ich habe jetzt nicht auf letzte Woche war auf linke Seite die mein Webcam. Diesmal ist auf rechten, weil finde ich besser, weil auf rechten kommen auch Informationen und so weiter. Wenn ich mache da mein Bildchen, dann seht ihr gar nichts. Auf rechts habe ich bemerkt, kommt gar nicht, so gut wie gar nichts. Und ja, und hat mir einen Kommentar geschrieben, sollte ich mal in-game Sound lauter machen, also Audio. Dass ihr seid Zeugen. Gesamten, das ist auf Stärke, Stimme wahrscheinlich da ganz hoch. Musik ein bisschen höher. Die Schritte, ja, Schritte vielleicht sind nicht so wichtig. Radio, ah komm, gehen wir auch hoch. Alles ist auf die höchste Einstellung schon. Seht ihr. Steuerung, ne, Gameplay. Empfindlichkeit, ne, das brauche ich nicht, das ist ja schon gut. Warte. Scheiße, für Kontrolle nochmal. Ob das ist alles. Ja, ist übernommen. Seht ihr, alles auf Vollstärke. Musik kann ich auch noch Vollstärke machen. Schritte, ja, das ist nicht wichtig. Radio, okay, mache auch. Außer Schritte sind, finde ich, nicht so wichtig, aber ja. Und speichert. Gespeichert. Okay. Also, der ich habe schon volle ins... ja. Eventuell, was ich kann später machen. Warte, wo habe ich diese Kanone? Ich glaube da, oder? Ja. So. Gehen weiter zu Game. Wie ich habe, weiß ich. Ah ja, stimmt, kann man nicht rennen. Schade. Schade, schade. Benötigen. Warte. Verwerfen, lagern, auswählen. Also. Ne. Das muss ich so machen. Ich benutze eine Person. Ich nehme dich. Warte, das hab ich gesehen. Befehl. Die sollte hier. Juhu! Jetzt haben wir das gelernt. Ich muss auch informieren, welche Befehle diese Befehle, weil ich habe keine Ahnung. Ja, da. Hallo. Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber okay. Die Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Okay. Das Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Also, muss ich mein Radio einstellen? Was ist das? Ach so! Ich trottel. Radio, ne, Karte Radio. Freedom. Also, ja, das nehme ich, das Rest behalte ich so. Okay, General, wenn du mich hören kannst, sind wir bereit. Wirf eine der Rauchgranaten ins Testgebiet, damit wir mit dem Probeschüssen anfangen können. Granaten, warte mal, Rauchgranaten, muss ich kurz schauen?
Spitzelgranaten, Minen. Rauchgranaten? Wie? So, die Rauchgranaten. Aber Problem, ich habe keine Splittergranaten. Warte. Ah, vielleicht das ist es. Komm. Ja, das war das. Flyer. Ich bin schon. Fliegt was oder nicht? Oh, nice. Aber ein bisschen unlogisch, sie sehe ich so. Das fliegt hier. Und landet hier. Das ist ein Fail, finde ich. Das sieht gut aus. Arme Haus. Artillerieunterstützung zur Verfügung. Setz sie mit Bedacht ein, General. Und jetzt... Hä? Moment, Moment, Moment. Wo muss ich jetzt hin? Ah, dahin. Yee! So. Ah, da ist der. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Was hältst du von ihr? Was hältst du von ihr? Die Leute mögen sie. Sie wirkt ziemlich abgebrüht, aber sie ist eine von den Guten. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Okay. Und jetzt gibt's irgendwelche Was ist los? Ich will nur ein bisschen handeln. Nee, ich will dich nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Hier sind Zigaretten. Aha, okay. Also die Waffen, welche ich nicht brauche jetzt, schmeiße ich dahin. Das brauche ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Am besten wäre diese Jagdgewehr, aber damit Sniper. Dann wäre es übertrieben nice.
10 Schaden, ja, okay. Komm, verkaufen wir. Bazooka. Das brauche ich nicht. Das passt. Das passt. Das. Okay. Jagdgewehr, das weg. Laser, diese Dingsbums. Die ist auch schwer, oder? Ja, 12. Das Verkauf mache ich weg. Weil deshalb 22. Ich weiß nicht, ob das ist die gleiche Waffe. Als die. Passt auf euch auf da draußen. Aber eigentlich schon, gell? Ah, nehme ich die. Ei, scheiße, falsche habe ich wieder reingepackt. Nein, die will ich nicht. Die ist auch gut. 40! Okay. Also gehen wir auf Inventar, Waffen. Was ist los? Da haben wir 0. Was haben wir noch da? Luft, das nicht. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das ist... Das würde auf 1 machen. Was haben wir noch da? Schrotflinte, dies Laser. Das ist auch nicht schlechte Waffe. Damit komm, mache ich das hier. Ah, das war die Pistole. Warte, 44 die hat. Und die andere, welche ich habe reingemacht. Wo ist die? 10er, okay, das ist auch andere Munition. Warum mache ich das hier? Okay. Das habe ich. Laser habe ich noch Platz. Eventuell hier. Oder die Laser packe ich weg. Ich packe den Laser weg, weil ich brauche eh nicht. Oder warte, muss ich tauschen, ob habe ich so viel Munition für die? 30. Komm und lass ich. Finde ich auch gute Waffe. Ach so. Ich verschiebe mir den Sturm mit Rüstung, weil Rüstung, diese Waffen machen Elektroschaden. Die andere Waffe, normaler Schaden. Das verstehe ich. Oh, ich wollte nicht wechseln. Wo ist du? Da. Das mache ich hier. Ah, der ist da. Hast du irgendwelche Aufgaben noch für mich? Hey. Kann ich was für dich tun? Folge mir, nix, tauschen und wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann. Den du mir so geholfen hast. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Nein, nichts. Kein Problem. Okay, ich kann mal sagen, dass er soll mich folgen, aber nee. So, was jetzt brauche ich? Schauen wir mal auf die Daten. Was haben wir noch da?
Der Gefällte. Ich glaube. Okay. Ah ja, das haben wir. Gehen wir zu hier. Genau. Genau, das haben wir schon jetzt. Ist gut. Und der ist genau hier. Ja, genau hier. Oh, oh, Fahrzeug muss auch was. Da haben wir die Scheiße. So. So, du bist zurück. Bringst du uns, was Aufseher McNamara verlangt hat? Ja. Alle drei. Gut. Ich öffne jetzt die Tür. Aufseher McNamara und ich werden dich am Eingang treffen. Oh, und benimm dich. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, werfen wir dich hochkant wieder raus. Am Arsch. Ich mache euch fertig. Okay. Warum die Isolation auf die Außerwelt verlassen? Isolation ist verrückt. Wort ist beeindruckend. Beeindruckend, dass du den Wort so lange erfolgreich am Laufen gehalten hast. Danke, das habe ich dem Aufseher vor mir zu verdanken. Hier wären einige anderer Meinung. Sie glauben, dass es ein Fehler war, dem Commonwealth die Türen zu öffnen. Neugierig auf die Welt. So offen, gefährlich da draußen. Interesse ist gut. Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Wie oft es ihr gehandelt. Sinnvoll einsetzen. Endlich, natürlich. Hier, sicher findest du eine gute Verwendung dafür. Ich nicht, aber Dr. Penske ganz bestimmt. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit dem Hund? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Juhu! Nichts darauf ein, dass Aufseher McNamara dich hier reingelassen hat. Du bist nicht der erste und ganz sicher nicht der letzte Mensch von draußen hier. Okay. Hi. Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen.
Warum gehst du nicht? Seid vorbereitet, gefährlich. Du solltest testen. Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Ich weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hatte. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte. Warum arbeitest du so lange? Hart Arbeit macht sich bezahlt. Schieß auf die Arbeiter. Mach mal Pause. Harte Arbeit macht sich bezahlt. Und ihr haltet doch den Vault am Laufen, oder? Zumindest versuchen wir das. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Lol, soll ich ihm sagen? Soll ich ihm sagen, dass du da auf dir. Passant, ja, schieß. Komm, schieß. Bu. Er ist gleich sofort dort. Hallo? Das wird Aaron nicht gefallen. Katie Pinn ist hier in 81 die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählungen der Leute von draußen. Okay. Wo ist sie? Oh, hallo. Hey. Jetzt, da du es hier reingeschafft hast, werden wir dich im Auge behalten. Tu uns also einen Gefallen und benimm dich. Ja, natürlich. Wieso nicht? Hab ich nichts Besseres zu tun. Ja. Lalalala. Und wo wir? Guten Tag. Ja, warum? Ja. Warum interessiert dich das? Ich habe noch nie jemanden aus dem Commonwealth getroffen. Dachte mir, dass du vielleicht jemanden suchst, der dich rumführen kann. Kostet nur 5 Kronkorken. Von mir gefällt. Nicht nötig. Führ mich herum. Mach's umsonst. Aber ich zahle dir nichts dafür. Wenn du so knickrig bist, kannst du es vergessen. Find dich ruhig allein zurecht. Finde ich auch. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Die flicken dich wieder zu sonst. Musst nicht auf mich warten. Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Sagen. Ich bitte dich. Du hast meine Hilfe seit Jahren nicht gebraucht. Was immer es auch ist, es kann warten. Oh, Aaron und ich können also einfach warten? Du bist mehr unterwegs als hier bei uns. Was ist nur aus unserem liebenden Ehemann und Vater geworden? Geh mir nicht auf den Keks, Alexis. Hey. Unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager. Und entschuldige die Unordnung. Ich habe derzeit einfach keine Zeit zum Aufräumen. Hier ist Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Beschäftigt. Hält dich sicher auf Trab. Immerhin läuft das Geschäft gut. So gut im Moment. Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Arbeitest du allein? Führst du den Laden hier allein? Naja, es gibt da noch meinen Mann Holt. Aber den findet man nie, wenn man ihn mal braucht. Im Ernst, die Katze ist mir eine größere Hilfe als er. Warum sagst du das? Warum sagst du denn sowas? Ich sollte da wirklich nicht ins Detail gehen. Okay. Warum nicht? Schon in Ordnung. Schon gut. Du musst nicht darüber reden. Danke. Ich hätte gar nicht erst damit anfangen sollen. Aber zurück zum Geschäft. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Vielleicht kein Interesse handeln mehr. Vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll. Ich habe hier alles Mögliche rumliegen.
Okay. Aha, 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 aha. Okay. Oh, 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 oh. Was? 16.000? Hast du einen Knicker oder was? Gute Sache, aber 16.000 zahle ich nicht. Was hast du noch da? Fusionkern. Okay. Wie viel kostet die Fusion? 500. Eieiei. Also. Schrott, ne. Irgendwo hatte. Brennstoff, jawohl. Warte, aber machen wir anders. Ich will schauen, wie viel. Oh, scheiße, ich habe alles da in Sanctuary gelassen. Scheiße, das ist bitter. Warte, Waffe, ne. Rüstung auch nicht, Schrott, ne. Schrott. So. Da ist Schrott. Eventuell Schrott kann ich verkaufen. Aber bringt mir auch nichts. Viel. Okay, lass ich. Hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja Arbeit für dich, wenn du welche suchst. Okay, schau ich. Ah, die Schleife, okay. Die ist hier als Aufseher. Aber eigentlich, das ist so aufgebaut wie bei dritte Teil, muss ich sagen. Stell mich weg. Lieber mach ich gar nichts. Ich will keinen Ärger. Gehen wir nach unten. Aber wirklich nice. Aufgebaut finde ich. Okay. Alter. Wenn ich haben soll ich die ja, der einzige Zimmer. Oh, Unterricht. Aber niemand da. Scheiße. Was ist hier? Okay. Ah, Generator. Dein Bruder? Wer ist denn dein Bruder? Sein Name ist Bobby und er ist mein armseliger Zwillingsbruder. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er aussieht. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Reden mit ihm? Du solltest mit ihm reden. Sag ihm, dass er Scheiße baut. Das habe ich schon. Ist nur alles nicht so einfach, wie es klingt. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin.
Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Okay. Warum versorgt du ihn? Warum unterstützt du seine Sucht? Er ist mein Bruder und er ist überarbeitet. Ich gebe ihm Jet und er lebt auf. Er ist glücklich. Da fühle ich mich auch besser. Deshalb. Jetzt, wo alles aus dem Ruder läuft, ist das eine andere Sache. Er will mich gefährden, dann bekommt er nichts mehr. Okay. Deine Schuld. Gut. Ich helfe. Wenn er süchtig ist, hilft das nichts. Er besorgt sich seine Camps anderswo. Und warum rede ich mit dir? Hier kann er Camps nur von Leuten kriegen, die von draußen kommen. Glaub mir, falls jemand anderes hier dealt, wüsste ich das. Okay. Dann rede ich mit ihm. Wo ist der? Hey. Hey, unser Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten wird nicht gehandelt. Interessanter Raum. Das ist ein interessanter Raum. Wirklich? Für einen von draußen vielleicht. Hier unten gibt's nur alte Generatoren. Oh, und hey, falls du Jet dabei hast, würde ich's dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Natürlich, für dich. Kein Deal. Kann ich jetzt helfen? Ich bin kein Dealer. Ich verkaufe keine Drogen. Hey, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Und wenn du unser kleines Gespräch für dich behalten könntest, wäre ich dir dankbar. Aber sag's Tina nicht. Die macht mich sonst nur zur Schnecke. Bobby. Tina hat keine Ahnung, wovon sie redet. Ich pass schon auf. Mich erwischt keiner dabei, wie ich das Zeug nehme. Ja, ja. Ich wollte mit ihm reden, aber ja, passt nicht. Wollte nicht. Ja. Juhu! Also, Leute, das war's und wir sehen uns nächste Video. Ciao!